Maratschkuskaya aus Weißrussland. Ja, hoch die zweite Flugphase betrieben und 5,5 im A-Wert. An dieser Stelle können wir Silvio vielleicht nochmal erklären, wie dann eben die gesamte Wertung sich zusammensetzt. Ja, es ist ja so, dass beim Sprung, der Sprung wird eingestuft entsprechend der 5 Sprunggruppen, je nach Schwierigkeit der Bewegung ein entsprechender A-Wert festgelegt, hier in dem Fall 5,5. Und die 10 Punkte blieben ja bestehen, da hat das B-Kampfgericht die Chance, entsprechend von der 10 abzuziehen. Also das heißt, maximal wären hier 15,5 Punkte möglich. Berücksichtigt man die Abzüge des B-Kampfgerichts, geht es natürlich dann unter die 15,5. Und so setzt sich dann der Endwert zusammen, wie hier 14,725 an der Anzeigetafel eben zu sehen. So, dieser Sprung, der nächste, hat jetzt einen Ausgangswert von 5. Also maximal könnte es jetzt 15 Punkte erreichen. Damit hätten wir das auch. Schön, dass man mal einen Sprung sich zieht ohne Radwende vorher. Ja, das ist ein Sprung aus den 70er Jahren, also auch so lange kann man damit noch im Turngeschäft existieren. Zwar nicht ganz vorne, aber im Gerätefinale bei den Europameisterschaften als roter Sprung, dieser Überschlagsalto, vorwärts gebückt, halbe Längsachsendrehung. Aber Landungsschwierigkeiten, das gibt 13 Abzug, da noch einige Abzüge aufgrund der